Hallo Saarbrücken, herzlich willkommen, die Versammlung ist eröffnet. Kann man mich verstehen, weil ich hier ein bisschen im Echo. Ja, wir haben heute Glück mit dem Wetter, es wird nicht regnen, aber wir haben ein bisschen Probleme mit vielen Kranken. Also es hat so gut wie jeder zweite die Freck, deshalb ein Gruß an alle Kranken. Baldige Genesung und nächsten Sonntag geht es ja schon weiter mit der Demo. Besser? Gut. Ruhig. Einen ganz besonderen Wunsch soll ich noch von der Saskia ausrichten. Sie kann heute leider nicht da sein. Ihr Sohn hat nächste Woche eine OP, die ist schon ein paar Mal wegen dem ganzen Corona-Kram verschoben worden. Und sie hat halt doch sehr Sorge, dass das Kind jetzt noch bis Mittwoch krank würde, wenn es hier bei dem schlechten Wetter rumturnt. Sie richtet euch alle herzliche Grüße aus und vielen Dank zurück an den Malte und alles Gute für die OP. So, ich mache es relativ kurz. Ich komme jetzt schon zum Terminen. Die haben wir wie immer auf der roten Linie saarbrücken.de, Saarbrücken mit UE, aneinander geschrieben. Dort werden wir zeitnah alle Termine, die uns bekannt werden, veröffentlichen. Und wer uns was schicken will, entweder über die Telegram-Kanäle oder über die Kontaktfunktion der roten Linie. Da kann man uns Termine mitteilen und wenn die hier in erreichbarer Nähe liegen, dann veröffentlichen wir die auch. Nächsten Sonntag geht es weiter, ganz klar, in Duttweiler am Markt. Silvia, wo bist du? Dahinter versteckt. Also die Silvia wird da noch ein paar Flyer verteilen. 15 Uhr, Duttweiler am Markt. Dann geht es Montag schon weiter in Homburg. Das macht Ute und ich glaube der Jürgen. 18 Uhr im Stadtzentrum. Eine Montagsdemo auch zum Thema Frieden. Und einen kleinen Terminkonflikt gibt es an diesem Tag um 18 Uhr mit Herschweiler-Pettersheim. Das liegt zwischen St. Wendel und Clan Münchweiler. Da habe ich eine Demo-Gemeinschaft kennengelernt um Breitenbach herum. Und da war ich jetzt auch schon viermal auf Demos in ganz kleinen Orten, die ich zum Teil noch nicht gekannt habe. Es war sehr wirksam, weil es ging so gut wie jeder Laden auf. Die Leute haben uns zugesehen, zugehört. Manche sind sogar im Pyjama rausgekommen. Also kleine Orte machen durchaus Sinn und nicht nur hier durch Saarbrücken laufen, das kommt nur noch dazu. Das heutige Motto ist eigentlich ganz klar, da steht es groß auf unserem neuen Banner, Frieden schaffen ohne Waffen. Wir fordern einen sofortigen Waffenlieferungsstopp, wir fordern sofortigen Waffenstillstand und Beginn von Verhandlungen. Ja. Ich möchte da als Beispiel den 30-jährigen Krieg aufführen. Das war 1618 bis 1648. Der hat in Wirklichkeit nur runde 25 Jahre gedauert, denn am Ende des Krieges hatte man 5 Jahre lang verhandelt. Das endete dann im Westfälischen Frieden. Das war so der erste Friedenskongress der Neuzeit, kann man schon durchaus sagen. Das war am 24. Oktober 1648. Lieber 5 Jahre verhandeln, als eine Minute schießen. Es sterben beim Krieg immer die Falschen. Zivilisten, Kinder oder Soldaten, die einfach von den Großen in den Krieg geschickt werden, weil die Konflikte austragen. In die Verhandlungen sollte man ganz unvoreingenommen gehen. Stellt euch folgende Szene vor, auf dem Schulhof prügeln sich 2 Kinder. Dann kommt der Lehrer dazu, gesagt, aufhören. Und dann sagt der Lehrer noch im Zusatz, es ist mir egal, wer angefangen hat, jetzt ist Schluss. Und mit dieser Auffassung müssen wir auch in die Verhandlungen mit Moskau, Ukraine oder gehen. Es ist völlig egal, wer da jetzt der Böse ist, ob das die USA, Russland oder so weiter sind. Die Zivilisten leiden unter diesem Krieg. Auch heute ergeht nochmal ein herzliches Dankeschön an die Saarbrücker Polizei. Wir haben uns eben auch abgesprochen, es läuft ab wie immer. Wir versammeln uns nachher gegen 15.30 Uhr da hinten in der Ecke und warten dann auf das Go von der Polizei, wo wir dann eine Lücke von der Saarbahn nutzen. Und mehr hatte ich eigentlich nichts zu sagen, jetzt gebe ich weiter an Peter. Hallo, guten Tag, Sie erstmal. Zunächst mal sorry, dass wir heute nur einen Lautsprecher haben, ich hoffe, es funktioniert. Ich hatte eine Rede vorbereitet, die ist aber vom Tagesgeschäft der Politik schon wieder überrollt worden.
Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen improvisieren und ein bisschen zusammenfassen. Ich würde jetzt gerne erstmal ein paar Zitate aus der letzten Jahre und der aktuellen Zeit nennen. Friedensschwurbler, linksversifftes Pack, menschlicher Abschaum. Ich könnte jetzt ewig weitermachen. Der Krieg wird nicht auf dem Schlachtfeld begonnen. Der Krieg fängt nicht mit dem ersten Schuss an. Der Krieg beginnt immer im Kopf, in den Köpfen der Leute. Und das Erste, was stirbt, ist die Wahrheit, die Toleranz und die Meinungsfreiheit. Und das alles erkennt man an der Wahl ihrer Worte. Und überall, wo ihr die Worte der Propaganda, der Hetze seht, ist Kriegsschauplatz. Nicht nur in der Ukraine. Es ist weltweit Krieg gegen alle Menschen, die noch frei leben wollen. Und wer diesen anfängt, ist mir scheißegal. In der Ukraine bricht nur das Schlimmste dieser Art von Politik hervor. Dort wird in kürzester Zeit Material und Menschenmaterial zerschlissen, auf Teufel komm raus. Dieser Krieg wäre in 2 Tagen beendet, wenn die NATO keine Waffen liefern würde, denn die Ukraine ist durch. Die haben kein Personal und die haben keine Waffen mehr. Dieser Krieg ist vollkommen sinnlos. Er dient, und jetzt komme ich ans Tagesgeschäft, zur Vertuschung eines weltweiten Finanzskandals, der Ausbeutung einer riesigen Blase an Geld, die uns regiert. Silicon Valley Bank ist zusammengebrochen. Das Ende steht vor der Tür. Das Ende war eigentlich 2019 vorhanden, und es wurde über die Politik in ganz Europa auf Teufel komm raus Privatgeld in Konzerne verschoben. Und jetzt wird es mit dem Krieg in der Ukraine zum Ende gebracht. Das nächste Ziel ist, wie man sieht, Georgien. Dort wird jetzt mittels amerikanischer Einflussnahme das die Regierung bekämpft, und ein nächstes Volk wird dem Verschleiß zur Verfügung gestellt. Dieser ganze Wahnsinn muss enden. Man könnte hoffnungslos werden, aber ich sehe das erste Mal in aller Zeit der Menschheit eine Gemeinschaft international von Menschen, die ihr Herz offenlegen. Denn der Friede beginnt nicht im Kopf, der Friede beginnt im Herzen. Der Krieg beginnt immer mit der Sprache. Deshalb meine Bitte an unsere Leute, an unsere Community: Wählt eure Worte. Wenn ihr Frieden wollt, müsst ihr friedfertig sein. Wenn ihr Liebe wollt, müsst ihr liebevoll sein. Und wer Hass und böse Rede verbreitet, dient immer nur dem Feind. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich lege jetzt noch Musik auf. Schönen Tag.